Ja, huhu, hier wieder beim Quali und in The Secret World und mit dem Lesrak Dark. Moin. Und Putin. Und Putin, ja genau. Und wir haben uns umgezogen hier im Partnerlook. Naja, nicht ganz im Partnerlook, aber fast im Partnerlook. Während der Akkab da draußen am Fenster vorbeiläuft, was ich sehr gruselig finde. Ja, wollen wir uns mit einem Frühstück für Champions befassen, nicht wahr? Ja. Na dann mal los. Übrigens, falls das ein bisschen merkwürdig ist vom Ton her, ich habe mal mein Mikrofon etwas weiter weggestellt. Ich hoffe, das ist nicht zu fies. So, Pilze sammeln, ne? Ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Mein Lüfter übertönt das. Ja, das ist irgendwie, mir fällt das immer erst auf, wenn's in die Cutscenes geht. Dann höre ich das. Du machst Cutscenes? Es gibt Cutscenes in diesem Spiel, Ach mein so. Lieber. So, Pilze sammeln. Njam, 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 njam. Hier drüben war noch einer, habe ich gesehen. Da, wo der Typ steht. Hier ziehen wir von mir weg. Oh, das ist ein Clown. Eine Puppe. Wer kriegt was für einer? Weiß nicht. Hello Kitty Puppen? Nein, ich Hello Kitty! Gib her! Oh, das ist Bibi Born, kein Hello Kitty. Na gut. Weißt Die du denn kennt sich ja gar nicht, anscheinend was besser cool aus. ist? Quali? Was denn? Weißt du denn gar nicht, was cool ist? Nee. Gar nicht. Ich bin voll uncool. So, hier hinten war der Pilz. Der ist cool, glaube ich. Da hinten ist noch einer. Oh, ich sehe ganz viele Pilze. Ohne Ende Pilze Ist hier. gut so, weil wir beide müssen die einsammeln. Abtrünken. Wer hat sich das denn abgegangen? Wer hat sich das denn ausgedacht? Die Spieleentwickler haben gedacht, so, wir haben keinen Namen für das Monster. Hauen wir mal auf die Hauen wir mal Tastatur. irgendwelche Konsonanten da rein, ey. Hier unten ist, glaube ich, noch ein unbewachter Pilz. Ein Unbewachter. Ja. 7 Stück müssen wir davon sammeln, ey. Krass, Kacke. 14. Du musst 7 und ich muss 7. Was hast du da gemacht? Warum tötest du? Weil ich ein grausamer und bösartiger Mensch bin. Okay, da habe ich nicht dran gedacht. Und ich heile dich auch immer noch. Apropos, wir sind noch gar nicht in einer Gruppe. Der war was. In Gruppe einladen. Oh, ich habe eine Gruppeneinladung erhalten. Ich danke dir, Eukalypter. Na, bitte Da schön. oben sind auch wieder die Pilze respawned. Sehr schön, dann holen Sie dir den Pilze. Ja, Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Bei mir zählen die mit, wenn du einen einsammelst. Ernsthaft jetzt? Weil wir nicht in der Gruppe waren. Ja. Daran könnte es gelegen haben, ne? Da unten ist auch wieder einer, glaube ich. Unsichtbare Mauer, ey. Ich fühle mich wie bei Plants vs. Zombies mit der Drohne. Übrigens, ich habe mir in der Auszeit eine PlayStation 4 gekauft. Kann ich mal kurz sehr unhöflich sein? Was denn? Könntest du die Aufnahme ganz kurz pausieren, weil da ist gerade jemand an der Tür. Okay. So, wieder zurück. Wenn der Nachbar zweimal klingelt, ne? Ja. Ich entschuldige mich vielmals bei allen Zuschauern. Ach, die haben es ja nicht gemerkt. Natürlich, die merken sowas. Wahrscheinlich kommt es in deinen Best-ofs vor. Was ihr jetzt nicht wisst, da hat eine schöne Blondine beim Nestwerk geklingelt.
Die ist blond, aber der Rest, naja. Den überlasse ich deiner Fantasie. Jetzt lass sie das nicht hören, aber. So, ach oh, wir müssen ja ganz woanders hin. Ich klicke die ganze Zeit auf die Pilze und wundere mich, warum ich nicht mehr einsammeln kann. Oh, wieder nach oben auf die Straße, ne? Ja. Hier gibt's auch noch eine Draugleichen-Quest. Nehme ich doch mal an. Zack. Die Draugs am Erreichen der Bridge verhindern, sei ich blockt. Ja, toll. Und ich kann es jetzt gerade nicht annehmen, weil ich angegriffen werde. Und die kommen da hinten jetzt auch schon angerannt. Na komm, warum nicht gleich? Die gesamte Karte, alle auf mich, jetzt, los, komm. Du bist doch der Tank, das ist deine Aufgabe. Guck mal, noch zwei Punkte, dann kann ich auch mit meinen Schüssen heilen. Hast du es jetzt auch? Ja, jetzt habe ich sie auch. Korrekt. Jetzt müssten eigentlich doppelt welche kommen, oder? Vielleicht. Aber hast du überhaupt schon erwähnt, warum wir im Partnerlook sind und wo wir den her haben? Ja, von der Uni, ne? Ja. Wir sind jetzt Studenten ehrenhalber. Ja, aber der sieht ziemlich scheiße aus, der Look, finde ich. Natürlich sieht er scheiße aus. Der soll auch nicht hübsch aussehen, der soll unsere Zugehörigkeit zeigen. Aber ich habe einen cooleren Schal als du. Ja, bestreite ich nicht. Und coolere Baggy Pants. Aber wenn ein Mann den tragen würde, dann könnte ich auch, wenn ich den tragen würde, könnte ich auch gleich anfangen so zu sprechen. Ah, hi, na, wie geht's dir? Ich bin der Lashrak. Hey, ich darf jetzt Überstunden machen, ich bin bisexuell. Ich bin selber zu helfen. Too much information. Na, was sagst du dazu, Putin? Putin ist auf meiner Seite. Ne, Putin? Hast du eigentlich kein Begleitertier? Nein. Ich bin dafür immer zu geizig gewesen, bin ich ehrlich. Da kommt ein Draug. Auf ihn mit Gebrüll. Das ist ein Arsk-Fehler. Ich werfe mal Crit an, damit es schneller geht. Den Draug-Berserker töten. Na gut, dann ab zum Draug-Berserker. Motorrad-Power for the win. Kennst du noch Street Hawk? Nein. Aber Knight Rider kennst du noch, ne? Knight Rider, ja klar. Mit Hasselhoff. Da gab's doch irgendwie so was ähnliches wie Knight Rider, gab's doch mit allen möglichen Fahrzeugen. Mit Booten und Hubschraubern. Ernsthaft? Ja. Nein. Also das Hubschrauber hieß Airwolf. Und mit Boot hieß, glaube ich, Thunder oder sowas. Und das gab's auch mit Motorrad. Das hieß dann Street Hawk. Nein, kenne ich nicht. Ich kenne nur Knight Rider. Googelt das mal. Street Hawk. Super Serie. Habe ich früher geliebt. Airwolf fand ich nicht so cool. Das war mir ein bisschen zu düster immer. Aber oh, das hört sich nach meinem Geschmack an. Hast du Airwolf auch noch? Kennst du Airwolf nicht? Nee. Das kannst du auch mal angucken. Nicht schlecht. Pretender kenne ich. Pretender? Hm? Das kenne wiederum ich nicht. Power Rangers kenne ich auch noch. Ah, das kenne ich auch. Fand ich immer mal scheiße. Warum das denn? Ja, ich glaube, da war ich schon zu alt, als sie rauskam. Ja, aber die Bösen waren noch cool. Ist ähnlich wie Teletubbies, weißt du? Oh, Teletubbies habe ich gerne geguckt. Da konnte man so richtig schön AFK Brain gehen. Ja. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe die Enkel voll gerne geguckt. Ich habe nie verstanden, worum es geht, aber ich habe es gerne geguckt. Da ging es um irgendwas? Das war ich zu bezweifeln. Ah, da ist ein Pilz. Ich sehe einen.
Geisterkappe. Ja, was? Die haben uns einen Buff gegeben. Echt? Ja. Okay, der ist eine Giftwolke. Vergiss, was ich gesagt habe. Der Buff war ich. Salziger Toter. Ja, das, da waren sie noch halbwegs hier intelligent dran, ne? Wieso? Ja, salziger Toter, das ist ja noch ein Name, den kann man ja noch halbwegs... Ach so, du meinst, dass jemand nicht mit dem Kopf auf die Tastatur geknallt? Ja. Noch einen Punkt übrig. Ah, ich kann, den Punkt habe ich gerade schon. Echt cool. Dann mach. Upgrade. Aber erst wenn ich, müssen wir die Zombies hin. N für Upgrade. So. Gipfelpunkt. Kaufen. Was tun wir denn dafür raus? Was haben wir denn hier? Nützlichkeitsprinzip erhöht die Dauer von Gemeinwohl. Was ist denn Gemeinwohl? Ach, das ist das da unten. Das können wir eigentlich raustun, oder? Außerdem erhalten. Nee, das sind Heilungs- über Zeiteffekte, ist besser. Erhöht Schaden und Heilung von Faustkräften. Erhöht kritische Trefferwert. Bei jeder ihrer Heilungen läuft ein Eisenzähler mit. Verringert die Aufladezeit von sicheres Zielen. Das könnte ich rausnehmen. Immer wenn eine Salvenkraft aktiviert, erhöht ihr Defensivziel eine Heilung über Zeiteffekt. Salvenkraft? Ach ja, das sind meine ganzen Heilungsdinger. Okay. Immer wenn sie ein Ziel... Okay. Ich nehme dieses Aufladeding raus. So, mein Lieber. Jetzt muss ich mal gucken, auf was ich jetzt hinausarbeiten soll. Schauen wir mal. Was gibt's denn noch? Damage, more damage. Ja, Damage ist ja jetzt für einen Heiler jetzt auch nicht so geil, ne? Heal, more heal. More heal, ja, der Villandisch hatte damals ja irgendwas gesagt, was ich nehmen sollte. Irgendwie hier so Gruppenheilungseffekte, ne? WBCOA-Heilung. Ja, das ist Gruppen, das ist Flächen. Ja. Also versuche ich da vielleicht mal hier innerer Funke geben, den Defensivziel. Alle Gruppenmitglieder werden geheilt. Okay, den Baum müsste ich mir, glaube ich, mal hochpushen. Was haben wir hier? Gebietsheilung ist auch nicht schlecht wahrscheinlich. Aber ich wollte mir hier oben auch noch hier dieses erhöht die Effektivität erhaltener Heilung. Das ist nie. Das gilt für dich, ne? Ja. Selbstheilung. Nee, irgendwo war doch hier senkt den Hass. Hier, verringert die Menge an Hass, den Feinde auf sie entwickeln. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, oder? Du, ganz ehrlich, bei dem Aggro, das ich ziehe, brauchst du das nicht wirklich. Ah, okay, dann gehen wir auf die Heilung. Ach ja, und ich wollte noch die Drohne hier, ne? Warte mal, wo ist die Drohne denn? Die mit der Kettenheilung. Ja. Habe ich die schon? Ja, die habe ich sogar schon. Und dann benutzt sie nicht. Verbraucht alle Pistolenressourcen, ruft eine Drohne, die 7 heilt Verbündete um 51 bis 82. Mal ausrüsten. Aber irgendeinen Nachteil hatte die. Ich glaube, ich hatte die schon mal ausgerüstet und fand die dann doch nicht so geil. Ich bin der Meinung, das war bei einer anderen Drohne, die du benutzt hast. Habe ich denn eine andere Drohne schon? Ich habe doch sonst noch keine Drohne. Oder vielleicht war das gar nicht die Drohne, die ich haben wollte. Genau, das war nicht die Drohne. Ich wollte die Verstärkungsdrohne haben. Ruft eine Drohne herbei, die 15 Sekunden lang dem Defensivziel folgt und den Effekt von Heilung um 30% erhöht. Das wollte ich eigentlich. Ach, die. Ja, das mache ich als nächstes. Okay. Pack trotzdem schon mal die Kettenheilungsdrohne rein, solange. Kettenheilung? Ja, die Drohne, die die Heilung macht bei mir. Wieso? Weil ich die mag.
Aber dann, die braucht Pistolenkräfte und die, naja, die brauche ich, um mehr Schaden zu machen. Was dich auch wiederum heilt, weil alle meine Kräfte, die Schaden machen, dich heilen. Ja, okay. Also, ja. Dann lieber nachher auf die Drohne, die keine Kräfte, die keine Ressourcen verbraucht und dich extra heilt. Ja, okay, da ist was dran. Ja, also. Da kann ich mit leben. Ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, ob das Sinn macht, aber es kommt mir irgendwie so vor, als ob es Sinn macht. Ich finde, man sieht es jetzt auch schon ein bisschen, dass ich dich immer heile. Du heilst mich? Ja. Oh, okay. Wir müssen das jetzt, ich muss dich mal im Blick haben, wenn jetzt irgendwie mal Gegner kommen hier. So, hier. Ja, da ploppt es auf bei dir. Sind da irgendwo Fässer? Fässer? Ja, Fässer. Du weißt warum, ne? Willst du wieder? Ja, ja. Ich glaube, wir brauchen noch hier Pilze, ne? Ich weiß jetzt übrigens, warum ich damals draufgegangen bin. Warum? Du hattest mich nicht als Heilungsziel, du hast dich selber geheilt die ganze Zeit. Ja. Das ja. Ist mir da jetzt auch gefallen beim Video. Ich habe einen Pilz gefunden. Iiii. Lecker. Pilze. Ehrlich gesagt, ich mag Pilze. Ich auch, ich darf aber keine mehr essen. Was? Ja. Oh, das hat uns aber ordentlich hier abgezogen, ne? So, gut, dass ich hier Heilung anschmeiße. Wozu hat man den Heiler mit, wenn man ihn dann dafür nicht brauchen sollte, ne? Bin ich dran? Ja. Gut gemacht, Putin. Putin ist auch ein Heiler? Natürlich. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Krieger oder also wer auf Bären reitet und so, weißt du? Nein, Putin heilt meine Moral. Ach so. Das ist auch eine Art von Heilung. Da fällt er um. Hier vorne ist noch ein Pilz. Pilzi. Okay, einen brauchen wir noch, ne? Ja, hier. Da hast du dir aber jetzt einen Pulk ausgesucht, da, oder? Ja. Erinnerst du dich eigentlich noch an die Dämonin von der Instanz? Ja. Sie hat mich immer noch nicht angerufen. Immer noch nicht? Nee. Ich habe das Gefühl, das war so ein Standardspruch, den sie jedem entgegenwirft. Ja. So sind sie, die Frauen. Tja. Kann es sein, dass wir jetzt wieder in ein Ackergebiet rüberfahren? Ja. Ja. Bitte entschuldige, ich versuche mehr Begeisterung zu zeigen. Ja, Ackab! Pucke, 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 pucke. Das ist ja doch der schöne erste Ackab hier. Ich glaube, ich muss mir mal hier meine Tastenbelegung ein bisschen anders machen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Okay, mach das. Und zwar muss das hier rüber und das dahin. So, dann habe ich die beiden nämlich. Ja, das ist besser.
So. Okay. Ich habe noch einen. Was macht der eigentlich vom komischen Effekt? Wir können es nicht ertragen, gepflückt zu werden. Ja, pff, ist mir egal, ob der Pilz das ertragen kann. Das klingt ziemlich gemein, das ist dir schon klar. Aber ich habe eben gar nicht erzählt, warum ich keine Pilze essen darf. Ich habe auch nicht nachgehakt. Ich dachte mir, es wäre vielleicht zu privat, wenn du es schon nicht erzählst. Es gibt da so eine Krankheit, die heißt Gicht. Da darf man bestimmte Speisen nicht essen. Weil die Stoffe enthalten, die das auslöst. Okay. Ja. Das ist ja echt. Ich darf ganz, ganz viele Sachen nicht essen. Käse? Käse darf ich. Ja, oh Gott, ich würde sterben, wenn ich keinen Käse essen dürfte. Käse ist nötig. Fleisch? Ja, genau. Fast alles an Fleisch darf ich nicht essen. Ich darf keine Hülsenfrüchte essen, also keine Erbsen, keine Bohnen. Hähnchen. Ja, genau, Hähnchen geht. Hähnchen geht, okay. Auch nicht in Massen, aber... Brokkoli? Brokkoli geht auch. Also gibt es auch ein paar Pizza, die du essen kannst. Ja, bei Pizzen muss man mal ein bisschen drauf achten, weil viel Hefe drin ist. Und Hefe ist schlecht. Ah, okay. Das ist ja. Das ist ja richtig hart. Ja. Und auch die sämtliche Fixprodukte, die man irgendwie kaufen kann, ist überall Hefezeugs drin. Das geht alles nicht. Okay. Ja. Hier ist ein Pilz. Ich habe einen Pilz gefunden. Da muss man einen Ack abnehmen. Spinat? Spinat geht auch nicht. Eier? Eier geht. Ich bin aber ehrlich, das könnte ich nicht überleben ohne Spinat. Ja, ich habe auch gerne Spinat gegessen. Ich habe auch gerne Fleisch gegessen. Ach so, ist es so eine, die er später ausbricht oder was, die man nicht von Anfang an hat? Ja. Oh, das ist ja richtig blöd dann. Ich meine, wenn man das von Anfang an hätte, ist ja okay. Aber dann weiß man ja nicht, was man verpasst sozusagen. Ja. Aber so ist es ja richtig. Oh, die Akaps haben keine Chance hier. Natürlich haben die Akaps keine Chance. Vor allen Dingen die in dem Gebiet hier nicht. Ich meine, die mähen wir nieder. Wir geben den Tiernamen. Ah. Du, Schmetterling. Du. Böser Schmetterling. Das ist wie der Witz, ne? Wo die Frau dann irgendwie sagt, ja, sag mir was Schmutziges. Und der Mann so, Küche. Bad. Ich kenne den eigentlich so, los, gib mir Tiernamen, Schmetterling. Gib mir böse Tiernamen, böser Schmetterling. Ja, den kenne ich auch. Das sind so, glaube ich, die uralten Witze, die hat jeder mindestens einmal schon gehört, ne? Ja. Ich habe am Samstag habe ich im Radio ziemlich. Ich muss mal gucken, ob ich den noch zusammenkriege. Ah, wie ging der noch? Ah, du hättest nicht ankündigen dürfen. Jetzt warten alle darauf, dass ich einen Witz erzähle. Na, ich kenne auch einige, ein paar Witze, aber die sind alle nicht wirklich koscher. Also nicht wirklich nett. Aber wenn ich samstags. Ich habe einen gefunden, glaube ich. Oder war das einer, der schon verbraucht ist? Ja. Da steht zwar noch was dran, aber gut, wenn wir lange genug warten, kommt er wieder hier hin, ne? Dann können wir auch genauso gut zu dem gehen, wo wir jetzt Escort haben. Ja. Nur ein Akap töten hier. Und, hast du den Witz schon zusammen? Nee. Aber das lässt mir jetzt bestimmt den ganzen Tag keine Ruhe, bis ich den irgendwie dann heute Nacht oder so am Hals schlaf. Kennst du das auch? Ich hab das so voll oft so, wenn auch irgendwie ich ein Lied höre und denkst so, ach scheiße, von wem war das nochmal? Dann denkst du den ganzen Tag drüber nach, bis dir das eingefallen ist. Das habe ich auch nicht unbedingt bei Liedern. Dafür kenne ich bei keinem Lied den Sänger. Ich wüsste jetzt kein Lied, wo ich wirklich den Sänger kenne.
Nee, aber ich kenne das auch von der Situation her, kenne ich das. Und dann meistens, wenn ich es raus habe, denke ich mir, oh ja, stimmt, so war's. Ja. Doch, ich hätte einen Witz, den kann ich erzählen. Also gut. Autounfall. Auf der einen Seite ein schwules Pärchen. Auf der anderen Seite, ja, normaler heterosexueller Mann. Aha. Er darf aber keinen Unfall mehr haben, weil dann verliert der Führerschein. Hat halt schon zu viele Punkte. Aha. Er redet mit dem einen davon. Ja, komm, ich geb dir 100 Euro, Sache ist vergessen. Der Schwule, nö. Dann so, okay, 200 Euro. Der Schwule immer noch, ganz klar, nö. Okay, letztes Angebot, 500 Euro. Nö. Ne? Aber weißt du was, leck mich doch an Arsch. Der Schwule dann, Hermann, der Mann will verhandeln. Hm. Ah, den fand ich immer ganz gut. Ja. Das war doch eine der harmlosesten, die ich habe. Das war eigentlich der harmloseste eigentlich. So, jetzt können wir uns teleportieren, ne? Das geht, glaube ich, schneller, ne? Stimmt, sowas konnte man ja auch. Tschung. Scotty, beam mich hoch. Ich bin, glaube ich, zur falschen Stelle gebeamt. Ja, habe ich gerade auch das Gefühl. Einfach mal 250 Packs rausgeschmissen. Das ist ein Vermögen, das weißt du, ne? Nee. Wie, nee? Nee, weiß ich nicht. Ich muss doch hier doch mal kurz zum Händler und mal ein bisschen was verticken. Ja. So. Was verkaufen wir denn? Die ganzen scheiß Talismänner-Kacke, die wir hier gekriegt haben. Wo sind die denn? Da ist schon mal einer. Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, dafür kann ich mir Schuhe kaufen. Aber es gibt keine vernünftigen Schuhe mehr hier in dem Spiel. So, haben wir noch irgendwas? Die können wir nicht verkaufen. Ne, okay. Back to Zusammensetzung. Achso, ich hatte mir jetzt ja aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge, ne? Ja. Purpur, Violett, Schwarz, Geist. Also gut, erstmal Geist hattest du gesagt, ne? Nein, ich hatte gesagt Purpur, Violett, Schwarz, Geist. Zutaten kombinieren. Zack. Oh, eine Katze. Ah, das Ding. Aber wir müssen auch noch schnell sein, ne? Ja, und ich muss es selber noch machen. Nein. Mach Purpur, Violett. Geist, ne? Schwarzgeist. Oh, Schwarzgeist, okay. Ich versuch's das schon mal, ja? Ja, mach. Gucken, ob ich das alleine hinkrieg. Oder in den Tank. Putin werde ich beschützen. Meinst du? Nein. Außerdem ist es so eine Zwei-Sachen-Quest. Also Zwei-Möglichkeiten-Quest. Aha. Wenn man es nicht rechtzeitig schafft, kann man trotzdem noch was machen. Ah, Kacke, ey, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Und ich bin gleich da. Dies war nicht so schön. Okay, das sind ziemlich viele Gegner. Yep. Aber ich glaube, die halten nicht an, die halten nicht so viel aus. Aber die.
gleich haben wir's, gleich haben wir's. Jawohl, läuft. Lass so den Lestrack in Ruhe. Nein, weil wenn sie mich in Ruhe lassen, gehen sie auf dich. Ja, das meine ich doch nicht. Die sollen sich dahin verpissen, wo sie herkommen. So, was haben wir denn hier gekriegt? Crab. 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 Okay. Bericht senden. Ziehen Sie aus Ihren eigenen Experimenten eine Lehre. Nichts verschwindet, es ändert nur die Form. Aha, ja. Die Einheimischen Indianer haben das immer gewusst. Jetzt wissen sie es auch. Und schon wieder ein Crap-Gegenstand. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, die haben selber ein paar zu viele Pilze gehabt. Ja, das sowieso. Ein paar tiefe Wesen töten? Oh, klar, warum nicht? Jetzt, wo die Farben noch so schön sind. Hübsche Farben. Ja, gerade dieses Blau, ne, das man noch irgendwie hat. So. Ich mag das Rot aus deren Körpern. Natürlich. So. Ich würde hier gerne Vampir spielen. Okay, das würde ich in jedem Spiel gerne. Da bin ich ehrlich. Tja, dann musst du mal eine Runde Vampire the Masquerade spielen. Habe ich leider kein einziges Buch von und keine Mitspieler. Tja, es wird jetzt neu aufgelegt. Ja? Ja. So, ja, welche nehmen wir denn jetzt? Hier von dem Typen, die oberste? Jupp, Amy Legend. Okay. Weißt du, Kleines, das mit dem Angeln? Oh toll, eine Metapher. Du könntest hin und wieder auch einfach mal das sagen, was du willst. Du weißt doch, was Hänschen nicht lernt. Eine Metapher, warum er in Metaphern spricht. Toll. Also, du brauchst zum Angeln den richtigen Köder und die richtige Route. Ich dachte, beim Angeln geht's eigentlich um Geduld. Hast du letztes Mal gesagt? Ja, Geduld spielt in dieser Metapher aber keine Rolle. Wir angeln hier keine Forellen, sondern Haie. Und diese Haie können jede Minute durch die Tür brechen. Könntest du einmal die Metaphern vergessen und uns lieber sagen, was in der Geschichte der Köder ist? Wer, nicht was? Deine Mutter. Meine Mutter? Sie ist der Köder? Ja, sie zieht schlimme Dinge an, wie das Blut die Haie. Das ist Instinkt. Sie wollen zu ihr wegen dem, was sie ist und was sie kann. Und sie spüren ihre Bedeutung, wollen sie beseitigen. Es geht doch schon wieder um Opa, oder? Es geht immer um Opa. Es geht eher darum, was er hinterlassen hat. Mein Bruder hat seine Gabe Ami vermacht. Und sie wird sie dir geben. Toll. Mom ist der Köder und wir sitzen in der Falle wie Hummer. Mein Kopf dröhnt wegen der ganzen Metaphern. Ich will wieder ein einfaches Leben. Also, wer ist jetzt dabei, die Angelroute? Weißt du es noch nicht? So mittendrin geht dieses Pilzzeugs aus. War schon ziemlich ulkig, ja. Ackerpirscher töten. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Have fun. Euer Koali und euer... Der Schracktag. Tschüss. Yeah.